Ich hab 1 Sekunde und 27. Echt jetzt? Ja. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Level Up und heute nur mit dem Nilo alleine, weil der Gauk ist leider gestorben. Oh. Nein, er ist nicht gestorben, aber... Er ist im Bettchen, er schläft jetzt schon und deswegen dachten wir noch, schon, weil der Doggy hier demnächst in den Urlaub noch fährt und da noch ein bisschen was vorprozettern muss, dachten wir uns, okay, machen wir das. Und machen ein bisschen was Produktives. Wir haben schon ein bisschen was geschafft, denn wir haben fleißig gespielt. Wir haben jetzt schon uns eine Holzrüstung gemacht. Ja, sehr interessant. Das ist eigentlich kein großer Erfolg, aber wir haben uns hier schon mal ein bisschen was aufgebaut, wie ihr seht. Ein paar Fackeln, Holzkohle hier drinnen, zack, 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 erschaffen und uns ein bisschen Erde geholt. Also ich habe 25 Erde, die werden wir auch gleich sieben. Genau. Wir haben jetzt einen zweiten Sieb auch noch. Ich glaube, den hast du, glaube ich, noch. Ja, hier, genau. Hier. Ja, und hier. Haben halt einfach sozusagen nur die Bäume mal abgebaut, dann das Ganze dann in die Biotonne reingehauen, die Erde rausgeholt, dann wieder die Bäume abgehackt, die Erde rausgeholt, Bäume abgehackt, Erde rausgeholt, Bäume abgehackt, Erde rausgeholt. Und ja, und jetzt sind wir so weit, dass wir 25 Erde haben. Wir sieben die einfach, du, ich hier, du da. Und ja, der Esel nennt sich mal zuerst. Und ich würde mal sagen, fangen wir an. Okay, los geht's. Das ist sowas wie so ein Pack-Opening auf FIFA. Es ist, wenn was Gutes rauskommt, dann... Ich hoffe einfach mal, dass wir genug rausbekommen, um endlich Eisen zu machen, Leute. Weil das ist echt wichtig. Weil nur mit Eisen kommen wir weiter. Ja. Und was machen wir dann eigentlich aus dem Eis? Aus dem Eis machen wir uns dann Eimer und damit können wir dann auch... Ah ja, genau, stimmt. Können wir dann noch weitermachen. Wir müssen uns auch noch so einen Behälter bauen, dass wir Lava entschaffen. Wenn wir Lava und Wasser haben, dann können wir uns, wie gesagt, eine Cobblestone-Farm machen. Mit der Cobblestone-Farm können wir dann... Eben Cobblestone machen und mit dem Cobblestone können wir dann eben wieder weitermachen. Das heißt, den dann mit einem Hammer zerschlagen, den somit dann überspringen und dann wir den eben, Schritt mit der Erde, was wir gerade machen. Somit müssen wir diese kleinen Steinchen nicht rausfarmen und das ist einfach mega der Vorteil. Und mit dem Stein können wir noch mehr, viel, viel mehr machen. Also es geht alles viel, viel schneller, extrem viel schneller. Vor allem muss einmal nur draufhauen. Hier müssen wir nämlich immer Bäume anpflanzen, drumherum laufen, bis die Säpplinge rauskommen, die dann in den Container reinschmeißen, bis die Erde rauskommt, die Erde dann versieben, bis die Steine rauskommen, dann einen Cobblestone machen und so haben wir direkt einen Cobblestone mit einem Schlag und es ist brutal. Also damit können wir, das ist einfach, wie gesagt, ein ganz anderes Zeitalter, dann glaube ich schon sogar und ich freue mich auf jeden Fall. So, zwei Blöcke habe ich auch. Oder? Ja, wir sind genau gleich auf. Ein Block. Yes, okay. Wie viele Steinchen hast du? Ich habe 1 Stack und 27. Ich habe 1 Stack und 27. Echt jetzt? Ja. Bei mir ist noch eins drin, warte, bei mir ist noch eins drin, ich habe es noch nicht beendet. Jetzt habe ich 1 Stack und 31, haha. Und ich habe ganz viel so Kleinzeug bekommen, so Seeds und so ein Zeug. Alter, jetzt können wir uns ja Rubber richtig Tree. Okay, Alter, wie viel Melonenkerne, ich habe richtig viel Zeug bekommen. Ja, ich habe auch noch Grass Seeds, Sugarcane Seeds, Pumpkin Seeds, normale Seeds, das ist gut. Ja. Acorn, was ist denn Acorn? Was sind so viele Baumarten und Dingarten? Potato Seeds auch, okay, nice. Gut. So, und das tun wir jetzt alles in unseren kleinen Crafting-Ding da reinhauen und dann tun wir jetzt zu Kabel verarbeiten. 16 Kabel, 20 Kabel. Okay, ich habe noch 3 übrig, also wenn du jetzt noch eins hättest, dann könnte ich noch eins da machen. Wie viel hast du? Warte, ich habe noch 3. Dann hau eins her, dann kann ich noch ein Kabel machen. Bitte schön. Ja, ich wünsche immer viel Spaß beim Craften. Ja, wo ist es hin? Habe ich schon bekommen? Ich hab's. Nee. Ja, hab's gegeben. Nee. Ich hab's nicht. Also ich hab's nicht, warte, ich gebe dir noch eins. Also jetzt? Nein, es liegt keins hier. Hey, die kann man nicht einzeln rauswerfen, lol. Ja, doch, mit Kuh oder nicht? Ging irgendwie nicht, keine Ahnung. Okay, wenn wir sagen, fangen wir an, die Steine zu hämmern. Aber das ist jetzt eine lange Arbeit, ey. Oh nö, ich hab keinen Bock. Ja. Schon so beim ersten Block. Nee, hab keinen Bock mehr. Tschüss, ich beende das Ganze jetzt. Springst du runter und springst du alle um. Ja. So, kein Bock mehr. Oh Mann, ey. Richtig, richtig crank. Und bei den Steinen dauert es eben am längsten. Und wenn wir die Steine dann haben, dann kommt raus, Krabbel. Ja. Ich habe auch schon 13 Wurmis, wie ihr seht. Also die Wurmfarm läuft, meine Freunde. Sie läuft gut. Sie läuft gut. Ja, sie läuft extrem gut. Und ich habe auch noch ein paar Würmer in meinem Inventar. Ja, Wurmfreunde. Freunde für immer. Freunde für immer. Ring. Vor allem Nilo ist sogar jetzt schon so geizig, dass er gar keine Würmer mehr in die Bäume abgeben möchte, sondern nur noch Bäume von Würmern entfernen will. Also ich will eine Welt mit Würmern erschaffen. Also ich will, Würmer haben keine Rechte auf dieser Welt und ich will das einfach verhindern, meine Freunde. Deswegen werden wir, denke ich, das schon schaffen und ja, die Würmer werden sich einbürgern. Also der Bürgermeister von dieser Sky City wird auf jeden Fall ein Wurm sein. Der heißt Wurmi.
Ja, darüber müssen wir dann nochmal reden. Ich hoffe, es gibt ein ordnungsgemäßes Wahlverhältnis. Ja, alle Würmer, also 13 Würmer wählen und wir drei. Und die Würmer sind alle für Wurmi. Ja gut, das finde ich jetzt aber echt nicht fair. Also wenn fair. Du mal einen Name-Tag hast, bitte gib den mir, weil ich will dann einen Wurmi nennen, dann ein Item-Frame reinsetzen und dann, ja, hätte da voll Bock drauf. Das wäre voll witzig einfach. Ja, so, bist du schon beim Gravel? Ja, ich habe alles schon zu Stein, zu Gravel verarbeitet. Ja, ich auch. So, zack, 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 zack. Okay. Kannst viel einfacher gestalten, gell? Merke ich jetzt. Nein, man muss es ja mit dem Hammer zerschlagen, sonst würde ich nämlich das mit einer Fackel machen. Mit einer Fackel, ja. Man muss ja mit dem Hammer zerschlagen, mit dem Wooden Hammer, yes. Ja, genau, so, jetzt habe ich nur noch Sand. Oh, jetzt habe ich gar keinen Hammer mehr. Moment, ich muss mir schnell einen neuen machen. Ist auch gleich kaputt, ey. Ja, und so läuft es halt. Also, es ist manchmal auch hartnäckige Arbeit. Vor allem der Anfang ist, wie gesagt, am schwierigsten, erstmal was zu bekommen. Wenn da mal eine Cobblestone-Farm da ist, dann kann man sich wirklich Häuser bauen. Dann kann man viel machen. Also, es ist viel, viel die Möglichkeit da. Und wir werden auch ab einem gewissen Part, wenn wir sagen, dass wir auch Livestreams erlauben, am Anfang wollen wir halt erstmal so gut wie möglich noch zusammenspielen. Und danach wird es dann so sein, dass wir halt dann wirklich auch mal Livestreams machen und sowas. Und das mit dem Offline war einfach gerade nur so, dass wir einfach jetzt kein Livestream machen, weil wir müssen es gerade ein bisschen am Stück hier aufnehmen, weil ja wie gesagt der Doggy jetzt dann weg ist. Und dass wir da einfach wirklich die Parts noch für ihn haben. Das ist halt dann wichtig. Danach dem Ganzen, nach der Gamescom, nach dem Video, jetzt wird es dann wirklich auch, wie gesagt, mit Livestreams fortan weitergehen. Also wird es auch mal Livestreams geben, dann mal zu dritt oder, wie gesagt, mal schauen, wie das Ganze halt laufen wird und freut euch auf jeden Fall drauf. Es ist sehr viel in Planung, also es ist nur der Anfang von einem sehr, sehr großen Projekt. Also stehen uns mindestens 120 Parts voraus, also ihr werdet ein langes Projekt noch erleben und ja. Seid am Anfang dabei, es lohnt sich, eine Playlist ist auch erstellt, also jeder von uns hat eine Playlist erstellt, da könnt ihr draufklicken und einfach vom ersten Part an, sollte ihr vielleicht erst reingerutscht sein, alles nochmal anschauen können. Also wir gestalten die Parts immer so von 10 bis 15 Minuten ungefähr, also es ist, denke ich mal, nicht zu lang und nicht zu kurz. Ja, so, ich bin schon fleißig am 7 und ich habe schon 3 Powered Iron, davor hatte ich ja auch noch einen gemacht, nice. Das heißt, ich habe schon ein hab Iron-Ding, ja. 4, ja. Nice. Bin auch gerade am 7. Du wirst bestimmt auch einen bekommen. Ja. So, okay. Ich habe auch ein Pirate Iron Ore. Ja, jawohl. Yes. Also ist ja so geil, nice. Wenn wir. Aber bitte hebt das Knochenmehl auf, weil das brauchen wir ja gleich, soweit ich das weiß. Knochenmehl ist gleich mega wichtig, da brauchen wir wirklich viel davon. Okay. Soweit ich es in Erinnerung habe. Ich habe da ein bisschen mal damals noch kurz angezockt, aber ich habe da nicht mehr genau alles in Erinnerung. Ich hoffe es mal, aber das ist mal ein produktiver Part. Ich habe ja einfach so viel im Inventar, dass es einfach schon komplett überfüllt ist und alles hier am Boden drum liegt. Aber Leute, genau das ist meine. Weil viele meinten jetzt vielleicht, haben ein bisschen das so diskutiert, so, ja, Offscreen ist vielleicht nicht das Beste, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben es nicht viel geschafft. Also, wir haben uns nur eine kleine Holzrüstung gemacht, das ist gar nichts und haben wirklich da halt sozusagen das vorbereitet, dass der Part halt gut wird. Sowas wird halt dann meistens im Livestream passieren oder halt auch mal kurz in der Offscreen-Arbeit. Wir haben jetzt keine Stunde Offscreen gemacht, ein paar Minuten oder so, halt eine halbe Stunde. Vielleicht haben wir kurz was gemacht, ein bisschen gelabert, schön gechillt, alles schön vorbereitet, dass der nächste Part halt, vor allem in den ersten Parts, dass da wirklich wieder was haben. Wenn es dann voran läuft, irgendwann läuft alles automatisiert. Am Anfang müssen wir jetzt so viel mit der Hand machen, zweideutig, dass wir einfach wirklich Bäume anpflanzen. Also Bäume rumrennen, Bäume wachsen, Bäume abbauen. Das ist eine Arbeit, das wollt ihr einfach nicht sehen, das glaubt mir. Und deswegen haben wir uns da gesagt, komm, machen wir halt am Anfang ein bisschen uns einfacher. Ich habe 5 Iron Ore, also Powered Iron Ore. Okay, ja, ich habe schon ein Iron Ingot, also ich habe schon geschmolzen. Nice, ich tue es auch mal schmelzen. Schmelzi. Ach kacke, dann haben wir trotzdem noch zu wenig, um theoretisch dann ein Ding zu machen. Ich habe jetzt noch ein Iron Ore. Ich habe in der Kiste müsste auch noch eins sein. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch 2. Noch 2, ja. Und dann könnten wir uns einen Eimer machen. Genau, und dann können wir weiterarbeiten, ja. Ich kann schon mal schauen, was wir als nächstes auch brauchen. Was sagt das Achievement Book? Make Tinker's Construct Tools from Bone or Flint. Okay, make. Ja, das habe ich dir eben gesagt, ne? Und du so, nee, Flint. Warte. Ja. Aber. Entweder haben wir es übersehen, aber. Mit der Kabel ist genau. Heat a crew with a torch and is a so. Genau. Wir müssen nämlich uns eine, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, eine Crucible oder so, wie man es ausspricht, müssen wir machen. Weil damit können wir dann Steine, also Cobblestones reinwerfen, damit kann man Lava machen. Und wenn es voll ist, kann man das Lava rausfiltern im Eimer. Das könnte ich jetzt mal ein bisschen angehen, während du ein bisschen die Bäume machst, eine Crucible, bla bla bla.
Okay, okay, ja, natürlich können wir das schön machen hier. Oh, da ist ein Wurm, der gehört natürlich jetzt schon mir. Das ist halt auch das Geile, wenn man halt wirklich hier zusammenspielt. Warte, wie schreibt man das? Warte, ich hab vergessen, wie man schreibt. Wenn man halt wirklich hier, oh, leck. Wenn man hier ein bisschen zusammenspielt, weil, ja, einer macht die Arbeit, der andere macht gerade die Arbeit, das ist halt echt perfekt aufgeteilt. Gut, nicht zu lange rumgelabert. Vor allem das Geile ist vom Modpack, das Modpack heißt einfach Nihilo. Einfach mega witzig. Ja, ich hab's auch schon gemerkt. Ich dachte am Anfang so, ja, vielleicht haben die nicht, weiß ihr, da ist ja auch ein H dabei und irgendwie Nilo so gekreuzt, weil du den Baum gepflanzt hast oder so, aber nee. Genau, wenn wir jetzt brauchen wir, um das zu machen, brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Porzellan sozusagen. Heißt, wir müssen Ton brauchen wir. Ton bekommen wir, indem wir soweit ich weiß, ein Dust-Ohr in so einen Wassereimer setzen. Deswegen haben wir, ich hoffe, wir haben genügend Wasser da. Wir müssen sozusagen ein Dust in einen Wassereimer reinplatzieren, in der Mitte zum Ton. Und den zerschlagen, wir kriegen einen neuen raus. Das müsste eigentlich reichen. Also wir müssen einen Wassereimer opfern. Damit haben wir viele angebaut. Und den tun wir, dann haben wir neuen Ton. Und mit einem Ton, also da brauchen wir noch neun. Ja, perfekt, ich habe 8 Knochenmehl hier drin. Wir müssen nämlich den Ton dann mit dem Knochenmehl verschmelzen und dann kriegen wir diesen Porzellan raus. Und da brauchen wir nur 7 Porzellan, also wie so ein U geformt, dann haben wir diesen Unfermit bla 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 und den müssen wir dann kurz noch braten und dann kann man den aufstellen mit einer Torch unten drunter und dann kann man Lava erstellen. Also wie gesagt, hier das Knochenmehl echt nicht klauen, weil das brauchen wir wirklich, das ist mega wichtig. Okay, also warte, dann packe ich hier das Knochenmehl. Ja, genau, haben wir 11, perfekt, passt. Das brauchen wir eigentlich nur mal ein Dust-Ohr und dann können wir es eigentlich schon bauen, das nette Teil. Ja, passt auch schon. Glowstone und Dust habe ich auch reingelegt. So, das. Blaze Powder. Oha, wir haben eigentlich echt schon sehr, sehr gute Sachen hier. Ja. Ne? Wir können mit vielen noch nicht so viel anfangen, weil man wirklich Stück für Stück alles machen muss. Das ist das Problem. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann mal im nächsten Part. Wir haben ja schon fast vorbei. Ja. Und ja, mach du mal die Abschlussrede, Doki. Komm, ich heb den Ruck. Okay. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch beim Nilo vorbei. Ja. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Oh ja. Macht's gut. Haut rein und ciao.